raus. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Mein Name ist der Umlautmann, aber ohne Umlaut. The Last of Us Left Behind. Mal sehen, was da los ist. Das machen wir. Das DLC, worauf der ein oder andere dort draußen gewartet hat. Und wir befinden uns aktuell mit Ellie und Riley hier in diesem Kaufhaus und haben im letzten Part den Strom aktiviert. Schau dir das an! Tschüss! Und obwohl wir uns in der Apokalypse befinden, ist es umso schöner mit anzusehen, dass man trotz dessen immer noch sehr schöne Momente hat und wahrscheinlich alles so ein bisschen anders wahrnimmt. Das gibt's doch gar nicht. Alter, haben wir hier eine Zockerhöhle oder wie? Ja, aber die Automaten werden ja wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, außer der eine hier. Tschüss. Nein, sag jetzt nicht, hier ist kaputt. Aber der Bildschirm brennt zumindest schon mal. Ich wollte so gern damit spielen. Kannst du doch. Wie? Wie? Okay, komm her. Schließ die Augen. Na los. Okay. Damit bewegst du dich. Damit bockst du und damit trittst du zu. Und zum Blocken den hier. Okay. Zuerst fühlst du deinen Charakter. Mit du der Vorstellungskraft, Freunde. Das bekommt mein neues Social-Media-Hirn gar nicht hin. Soll ich mir das jetzt alles vorstellen? Augen zu. Okay, sorry. Sie steht am Rande des Schattentempels. Ein uraltes, mystisches Gebäude, wo die Turniere der Unsterblichen stattfinden. Dein Gegner, Blackfang, tritt aus dem Tempel. So ein weißer Muskelberg mit drei Armen. Mit drei? Dein Blut aus. Die Musik wird lauter, als er seine Kampfstellung einnimmt. Bereit? Und wie? Runde 1. Kampf! Runde 1 beginnt. Blackfang rast auf dich zu. Er greift dich mit einem Doppelschlag an. Spring hoch! Oh, ich muss was tun. Ja, er schießt an dir vorbei. Du landest hinter ihm. Schnell, schlag ihm in den Rücken. Let's go! Du versetzt ihm so richtig eins mit dem Ellbogen. Kostet ihn 15% Gesundheit. Ja! Er wirbelt herum und startet einen Schattenklauenangriff. Was soll ich tun? Zurück und blocke zum Kontern. Du reißt die Ellenbogen hoch, gerade als eine Combo startet. Du rutschst zurück, nimmst aber keinen Schaden. Der letzte Block bringt ihn aus dem Gleichgewicht. Gleich hat er sich wieder erholt. Schnell, kontere mit einem Himmelsheber. Himmelsheber klingt gefährlich. Bam! Er hat dich gleich. Schlag ihn dafür. Junge, diese Kombination, Junge! Let's go! Vorwärts und jetzt ein Special. Ja, wir machen fertig. Ja. Junge, das war knapp! Manu! Ich bin nicht für Tekken-Spiele. Junge, was ist das? Oh mein Gott! Die Kombinationen werden immer schneller. Ihr könnt die gar nicht sehen, aber die sind real, sehr real, vertraut. Jetzt habe ich das mit dem Plus und so gecheckt. Let's go. Haben wir's? Wir haben Blackfang besiegt. Oh, shit. Der Bildschirm wird dunkel. Angel Knives Klauen fangen an zu glühen. Haben wir es geschafft? Wahrscheinlich, oder? Seinen Körper wieder und wieder, bis ihm das Herz aus dem Oberkörper springt. Sie holt mit ihrem Bein aus und schlägt ihm mit einem Roundhouse-Tritt den Kopf ab. Eine Blutfontäne ergießt sich aufs Spielfeld. Das ist ein Ultra-Kill. Angel Knives reckt die Fäuste in die Luft. Du hast gewonnen. Ja, ich hab gewonnen. Nicht schlecht fürs erste Spiel. Und? War ganz okay. Ach, komm schon. Ja, hat Spaß gemacht. Hörst du das? Hey, hör mal. Wir sollten zurück. Ich muss zurück. Ich frage mich, wann der Fall Down gleich kommt. Riley, die Zeit ist zu schön gerade. Ich kann mir solche Sachen nicht mehr erlauben. Warum? Wir machen einfach morgen weiter. Also was genau passiert denn dann? Geht nicht. Na, dann halt irgendwann anders. Okay, Firefly-Braut, wann? Sie wollen, dass ich verschwinde. Verschwinden? Ach, das ist quasi der Abschlussabend. Ich soll zu einer Gruppe in einer anderen Stadt. Ich habe gesagt, dass ich in Boston bleiben will. Aber du weißt ja, wie Marlene ist. Nichts macht sie einem leicht. Alles ist ein Test.
Sie holen mich morgen ab. Okay. Das war alles? Na, was willst du denn hören? Was weiß ich? Wie wär's mit einem guten Rat? Ich mein's ernst. Warum hast du mich hierher gebracht? Der Abschlussabend. Ich wollte dich sehen. Nein, warum hast du mich hierher gebracht? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Du willst meinen Rat? Geh. Na los, verabschieden wir uns. Ich schau mal, woher die Musik kommt. Riley! Riley! Ich glaube, das ist keine gute Idee, dort nachzugucken. Hier werden safe irgendwelche Dinger rumlaufen. Pardon, Infizierte. Wo zur Hölle ist sie hin? Riley! Riley! Das sieht gar nicht mal so gut aus, die Stelle hier. Ich sag's, wie es ist. Vor allem das DLC Left Behind gibt mir so übelste Life is Strange 1 DLC-Vibes, Before the Storm. Wie gesagt, das hier ist alles wirklich irgendwo Fanservice. Also man hat ja wirklich ganz entspannte Situationen. Also das wird sich wahrscheinlich früher oder später noch so ein bisschen ändern. Okay, das sind nur Puppen. Mehr sehen wir hier nicht. Junge, habt ihr mir Angst gemacht hier? Junge, mashallah. Dead Booty. Und so. Okay, here you go. Wo ist sie hin? Ich würde einfach mal dem Exit-Schild folgen. Diese Puppen machen mir Real Talk ein bisschen Angst. Ich fühle mich so, als ob wir gerade in irgendeinem Horrorspiel oder so in der Art wären. Und wir haben keine Knarre, rein gar nichts. Wir sind komplett unbewaffnet, wenn gleich irgendwas passieren sollte. Wollte ich ja nur mal so sagen. Was geht bei dir? Was kannst du denn so? Eben solche kleinen Interaktionen hatten wir im Hauptspiel nicht. So rein gar nicht gefühlt. So ein bisschen halt. Aber nicht wie hier. Hast du sowas schon mal gesehen? Ist unser Gespräch beendet? Keine Ahnung, ist es? Naja, sie will dem Ganzen so ein bisschen aus dem Weg gehen. Du hast keinen Grund, sauer auf mich zu sein. Ich bin sauer auf dich. Warum? Weil ich deine Meinung hören wollte? Wann war dir meine Meinung je wichtig? Es war doch gut. Es war verdammt gut und dann sagst du, ich soll mich verziehen und verschwindest einfach? Dieser ganze Tag. Fühlst du dich schuldig? Soll ich es dir leichter machen? Bitteschön, kannst du gerne haben. Ich müsste eigentlich auf der anderen Seite der Stadt sein. Sie fühlt sich schuldig, sie ist angepisst. Wenn ich als Firefly erwischt werde, bin ich tot. Wegen Schuldgefühlen habe ich nicht eine Stadt voller Soldaten durchquert. Und ja, ich habe Dinge getan, die ich gern ungeschehen machen würde, aber ich versuch's. Apropos. Diese Wasserpistolen, auf die du scharf warst? Dafür hätte das man mich süß. Fast erschossen. Überraschung. Okay. Zuerst mache ich dich fertig. Und dann reden wir. Mach dich auf eine Dusche gefasst. Mal sehen, was du drauf hast, Firefly. Ach so, oh, jetzt kommt das nächste Minispiel. Mach dir nicht zu bequem. Nassmachstufe. Drücke ZR, um die Wasserpistole aufzuladen. Okay. Ellie, komm schon! Naja, ich muss ja erst vollladen. Hab dich! Oh, verdammt! Hä? Ich hab doch voll fehl getroffen! Bringt nichts! Ich krieg dich, oh, Mann! Trockne man nicht irgendwie? Das ist ja so eine Kacke. Okay, ich sehe sie da hinten. Das ist kein Spaß gerade. Scheiße. Ah! Ah, hey!
Ey, ich will eine Revanche! Scheiße, ich muss nach... Oh, Mann! Platsch! Ich hab dich voll erwischt. Das sackt gerade. Das war kaum ein Streifschuss. Du triefst. Okay. Du zählst bis 5. Ich versteck mich und dann jagen wir uns. Wer zuerst getroffen wird, verliert. Okay. Schön. Ich will trotzdem noch mal eine Revanche. Schließ die Augen. Wie gerade eben. 1, 2, 3, 4, 5. Ich komme! Kann man sehen, wo sie sich versteckt? Ah! Hör wo! Mann! Oh, Menno! Ey, das ist wirklich Menno! Wer 2 von 3 schafft? Geh dich verstecken. Spielen wir das jetzt so lange, bis ich es schaffe? 1, 2, 3, 4. Was eine Kacke! Okay, here we go again. Du bist tot. Wo ist sie? Da hinten, okay. Weiß sie, wo ich bin? Hier! Oh, gibt's doch nicht. 1 zu 1. Der Nächste entscheidet. Okay, freu dich ja nicht zu früh. Jetzt zählt's. Okay, los. Zähl ich? Zähl du? Okay, sie zählt. 2, 5! Ha! Versteckt oder nicht? Ich komme! Verstehst du? Das war der Witz. Ich habe nicht bis 5 gezählt. Wo versteckt sie sich? Komm schon. Ach, Kacke! Oh, gewinn den Wasserpistolenkampf. Oh Mist, was habe ich getan? Hast du sowas schon mal gesehen? Okay. Die Hundemarke gehört aberkannt. Wow. Aber wo haben wir das Wasser eigentlich nachgeladen? Jetzt reicht's. Wir machen's nochmal. Riley. Ich würde so gern weitermachen. Aber du musst zurück. Aber ich muss zurück. Okay. Gut. Kann ich einfach mitkommen? Diese Musik läuft immer in so typischen Asia-Buffet-Restaurants. Denk schon. Dann komm, ich hole meinen Rucksack. Hey, also... Das kam vorhin blöd rüber. Aber... Ich hab's echt so gemeint. Du solltest gehen. Das ist etwas, was du schon immer wolltest, seit... Du weißt schon. Seit Ewigkeiten. Soll ich dich aufhalten? Nur du könntest das. Nein, bitte geh nicht. Ich werde dich so furchtbar vermissen. Das ist ein Witz, verstehst du? Ich komm klar. Und du kommst klar. Und wir werden uns wiedersehen. Behalte du sie besser. Ich kann mit denen nichts anfangen. Hast du eigentlich deinen Walkman noch? Na klar. Zeig mal her. Hier. Was ist drin? Das Band von dir. Müsste der nicht auch komplett nass sein, so vom Ding her? Vermissen. Klappe. Lass liegen. Komm mit. Was soll das werden? Wart's ab. Jetzt wird's laut. Yeah. Als ob das niemand hört. Komm her. Schwing deinen Arsch hier rauf.
auch so was Albernes. Komm schon. Schwing das Tanzbein. Ey! Ey! Ich hätte voll Angst, dass das da einbricht. Wie stabil ist dieses Glas? Holy shit. Ist das Panzerglas? Komm. Was ist denn? Hey, was ist los? Bitte geh nicht. Ich wusste das aber, weil ich irgendwann mal ein Bild in The Last of Us 2 gesehen habe. Was machen wir jetzt? Uns fällt schon was ein. Aber ich fürchte, Marlene spielt da nicht mit. Fuck. Ja, es war so klar. Der nächste Cliffhanger, denn jetzt geht's wieder zurück in die andere Timeline. Wir befinden uns im Heli. Joel! War sie bewusstlos? Ist sie eingeschlafen? Was ist passiert? Okay. Die Frage ist natürlich, wo wir jetzt irgendwelchen wunderbar infizierten Menschen begegnen, nicht wahr? Wir laufen erstmal ganz entspannt. Guck mal, ein bisschen Loot und dies, das. Können wir irgendwas herstellen? Ein Medikit? Say, let's go. Nein! Ja, Hilfe. Einmal anfertigen, bitte. Thanks a lot. Und das war's dann auch schon wieder. Warte mal, Joel war unten irgendwo, nicht wahr? Ich dachte, hier würden Steine liegen oder sowas. Oh, hey. Hat sich nochmal gelohnt? Alles für den Lumpen? Kann ich hier nicht einfach runterjumpen? Safe, what the fuck. Hä, nein? Ja, komm, so hoch ist das doch gar nicht, oder? Okay, dann ist das tatsächlich nicht der reguläre Weg. Der reguläre Weg ist dann wahrscheinlich irgendwo... Ach, halt der Maul. Nicht hier runter, oder? Nee. Das sieht doch ganz schön düster aus da unten, muss ich einfach mal so sagen an der Stelle. Boah, dieses komische Echo hier überall, das macht mich kirre. Beziehungsweise, dass es so minimal hallt. Oh, was geht bei dir so ab? Hallo? Ich glaube, ihm geht's gar nicht mehr gut. Für den allercoolsten Captain auf ein weiteres tolles Jahr. Alles Gute zum Geburtstag, Larry Sean Ellis. Oh, das ist süß. Ah, diese Einzelschicksale hier überall. Überall und nirgendwo. Hm, als ob wir hier nicht runterjumpen können. Warte mal, wir kamen daher. Müssen wir da eventuell nochmal rüber? Aber wie gesagt, ich habe zum allerersten Mal im DLC Probleme, den richtigen Weg so gefühlt zu finden. Also das kann doch eigentlich gar nicht so schwer sein, da runter zu jumpen. Also Butter bei den Fische, Hand aufs Herz. Was gibt's noch so für wunderbare deutsche Sprichwörter? Kann man springen? Nee, da ist ja nichts. Hier muss irgendwo ein Weg sein. Nee. Hier irgendwo. Nope. Nope, nope. Hm, Wrecker. Ach, hier rüber, ich dummer Vollidiot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Oh, hier sind sogar Leute. Klicker, zwei Klicker. Ja, leiste schon mal ein bisschen Vorarbeit.
Oh. Scheiße! Oh, was zur Hölle? Her damit. Komm runter. Was machen wir hier? Wer schätzt sich um diesen Alten und ein kleines Mädchen? Je schneller wir sie finden, desto schneller kommen wir hier raus. Sicher die Gegend hier ab. Ich checke diesen Bereich. Schau dich hinten um. Ja, das ist ein guter Plan, nicht wahr? Ich hoffe, dass wir ihn so gut wie möglich schnell Scheiße erstochen bekommen. Kacke, die werden mich ja sehen, oder? Kacke, verdammt, das sind zwei Leute. Wenn jetzt einer bei mir langlaufen sollte, der andere scheint ja weit weg zu sein. Jetzt beginnt der Spaß schon wieder. Geht er hier vorne entlang? Nee. Der eine ist auch weg. Okay. Genau, wenn er jetzt nochmal zurückgeht. Ich würde den Pfeil sehr gerne behalten. Wie läuft der eigentlich? Willst du dich nicht mal draußen umgucken? Junge, diese Laufrouten sind echt geil. Ich sehe halt sehr wenig. Also dafür habe ich die Flasche, ne? Stark. Einer von dreien ist down. Ich wollte sagen, in einem steckt auf jeden Fall ein Pfeil. Sehr schön. Und jetzt wieder zurück zu unserem Safe Space. Ey, die haben sich aber auch echt gut aufgeteilt, ne? Also man kann auch weit und breit mit unserer Fähigkeit nichts sehen. Hast du irgendwas für mich? Natürlich nicht. So, wo ist denn der andere Atze? Ach, da hinten in der Dunkelheit, Lul. Rild. Ja, den kriegen wir doch abgestochen, oder? Hat er mich gesehen? Hat er irgendwas gesehen? Oder war das zu wenig? Ja, und der andere sollte dann auch absolut gar kein Problem sein. Guck mal, den stechen wir jetzt von vorne ab. Hi. Sehr schön. Wir sind im Speed-Modus. Naja, die Lampe können wir ja eigentlich anhaben. Das checken die ja eh nicht großartig, nicht wahr? Was liegt da auf dem Boden? Das Messer ist aber auch schon strong. Wo läuft denn der letzte entlang? Der ist irgendwo auf jeden Fall da hinten hingesteppt. He lives his best life, you know? Hier ist überall Loot. Nee. Gut, dass wir noch ein paar Pfeile bekommen. Bro, wo ist der letzte Atze? Ah, da. Na, den bekommen wir auch noch abgestochen. Und ich glaube, das war's dann schon fast, oder? Moment. Dumme Idee. Das war echt keine gute Idee, oder? Warum ist denn hier eine Flasche kaputt gegangen? Warum war das denn so? Zack! Tschüssikowski, sagen wir im Volksmund dazu. Ich komme und hol dich, Joel. Diese Typen wollen kämpfen? Na, den werde ich zeigen. Das wirst du definitiv tun. Ich geh zu ihm, verarzte ihn, und dann verschwinde ich von hier. Also der Weg wird auf jeden Fall hier sein. Okay, wir haben einen Pfeil verbraucht. Damit kann man auf jeden Fall leben. Vom Verbrauch her, aber ich glaube, hier drin könnten wir vielleicht noch das ein oder andere finden. Backstein, genau. Die Flasche war ja gerade eine ganz gute Idee. Aha. Bingo. Leider sind wir schon full heal. Na, was heißt leider? Also, ist ja eigentlich gut, ne? Ist ja eigentlich bombastisch. Bombastik.
Okay. Nun gut, ich glaube, wir haben uns eigentlich alles angeschaut, vermutlich. Wie gesagt, ja, da munitionstechnisch sind wir richtig gut dabei. Aber wir haben auch nur eine Waffe, ne? Ja, die beiden Waffen haben wir. Ja, und eine Nagelbombe, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Und drei Pfeile. Ich denke jedes Mal, das wäre so eine perfekte Gelegenheit für einen Jumpscare, aber als ob. Wo lang? Ja, gute Frage. Ey, was hast du so bei dir? Junge, wenn der sich bewegen würde, ich würde mir so in die Hosen scheißen. Aber ey, was ging bei dir so? Zog sie die Waffe. Ich hab nur mit ihr geredet. Hätte sie nicht gelogen, hätte ich nicht zugeschlagen. Sie hätte mich erschossen. Ganz sicher. Aber warum hat sie dich leben lassen, Alice? Warum nicht? Ist auch egal. Ich hab sie erschossen. Ich bin abgehauen. Ich habe diese Kreaturen bekämpft und dabei... ist die Naht an meinem Stumpf wieder aufgeplatzt. Ich verblute und ich kann sie nicht wieder zunehmen. Nicht mit einem Arm. Ich kriege keinen Knoten hin. Regan. So kalt. Oh Mann, der Arme! Boah, das muss eine belastende Situation sein. Ja. Junge, rest in peace, Atze. Rest in peace. Wahrscheinlich müssen wir da runterrutschen, oder? Hui! Oder wir steppen nach unten. Warum sieht das so aus, als ob hier sofort was kommen würde? Ich wusste es. Ist jemand hier drin? Warte mal, wir können die Infizierten zu den rüber locken. Wie geil. Haha, Jackpot! Sorry, guys. Das ist nicht die feine englische Art. Das ist mir schon fast bewusst. Ja, so kann man auf jeden Fall ein bisschen für Fitner sorgen, ne? Locker einen Infizierten mit Stein und Flaschen. Ah. Wir machen mal ein bisschen mit. Checkt doch eh keiner, oder? Und ich kämpfe lieber gegen Infizierte, die kann man von hier oben leichter bekämpfen. Ist aber keine Treppe, oder? Das war ein sehr schöner Headshot. Kann man nicht anders sagen an der Stelle. Vielleicht bekommen wir den letzten Infizierten auch noch weg. Wo ist denn der? Ist der unter uns? No!
Ich wollte gerade sagen, so kann man auf jeden Fall messern, oder? Junge, war das ein geiler Fight von uns. Heilige Makrele. Hast du ein bisschen Munition für mich? Warum hat denn keiner von euch Atzen Munition für mich? Wie bekämpft ihr die denn alle? Also ich frag für ein Schulprojekt. Aber Pfeile, hast du noch einen Pfeil? Ja, Jackpot. Das hat sich doch gelohnt. Warte mal, hier vorne hatte ich auch einen mit einem Pfeil eliminiert. Junge, das war ja ein richtiger Stonks-Fight, Alter. Holy shit. Solche Kämpfe mag ich doch gerne. War hier nicht irgendwo Munition? Hier. Warum kann ich das denn nicht nehmen? Oder ist das nur eine leere Verpackung? Oder was genau soll das darstellen? Ah, das war jetzt gerade wirklich ultra geil. So einen Kampf zwischen denen zu inszenieren. Jackety Jack, Jackpot, Pot, Pot. So, so lässt man auf jeden Fall für sich arbeiten, schätze ich mal, oder? Ich habe was gehört. Ein Glück sind wir in der Sportabteilung angekommen. Ich glaube, hier dürfte weit und breit erstmal niemand sein, oder? Ja, die Betonung liegt definitiv auf oder. Weil ich es nicht weiß. Weil ich mich kontrolliere. Geil, Schere, Lumpen. Immer diese Drecksgeräusche überall, die machen einen so kirre. Kirre wirre machen sie einen. Oder so. Okay. So lange kann es doch gar nicht mehr zu Joel dauern, oder? Wir haben doch easy alle eliminiert. Ich muss woanders lang. Oh, wirklich? Du kannst doch easy hier rüberklettern. Ich verstehe das nicht. Hinweis. Ah! Okay, das ist nett. Danke für den Hinweis. Das hätte ich auf Anhieb safe nicht gefunden. Ich freue mich auf den nächsten Fight, der hier auf uns wartet. Oder doch nicht? Zumindest können wir Safe Call wieder Sprengstoff herstellen. Yay! Meine Lieblingsbombe. Aber wir sollten nicht unbedingt mit rumhantieren, wenn wir es in der Hand haben. Aber die werden wir uns auch noch für gute Augenblicke behalten. Das war wieder so klar. Das ist ein richtig geiler Abschnitt im Spiel. So. Ich hoffe, dass sie jetzt gleich dead sind und nur noch gegen Zombies kämpfen müssen. Das wäre ja entspannt. Ich sehe sie! Ja, kämpft gegen den Klicker! Scheiße! Aua, we got a little problem. Mann, warum sterben die denn nicht? Du siehst mich nicht. Euer Ernst? Aua! Was hat mich da geschlagen, Junge? Ah, ich bin, glaube ich... Ja, ich bin tot. Ja, eigentlich kann ich diesen Teil, glaube ich, nochmal neu starten. Ja, Digga, ja, scheiß drauf, scheiß drauf. Junge, was ist denn das? Ich dachte, da werden wir ein bisschen erfolgreicher so auf dies, das, Ananas, ne? So auf Lock. Versteht ihr?
Naja, aber Freunde, ich würde sagen, das schauen wir uns im nächsten Part mal so ein bisschen genauer an. Geil, dass wir jetzt Zombie- und Menschenkämpfer haben und die Zombies direkt auf die Menschen locken können. Von daher sage ich mal an der Stelle, dann noch nicht vergessen, abonniert den Umlautmann. Danke an die Elite-Umlaut-General-Member, Basti the Dark Empire, Zerbix Games, Maria Kleindampi, Svensemann, Florian, Wolfgang, Chaos Marcel P. und alle anderen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.